Wenn Sie mal diese Konzerte erlebt haben, dann wissen Sie, wie laut dieses Publikum erstmal ist. Natürlich kommen die, um die Toten Hosen zu hören. Die kommen nicht, um uns zu hören. Aber sie haben die Chance. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir fühlen uns in diesem ganzen großen, ja, in dieser Mischung aus Chaos und Disziplin fühlen wir uns natürlich total wohl. Und diese Betriebsamkeit, die genieße ich, da könnte ich mir ein Tape von aufnehmen und das zu Hause laufen lassen abends, ja, wie andere Leute Fernsehen gucken. Wir mussten uns an Dinge gewöhnen, wie die Zeichen vom Dirigenten, den haben wir ja sonst nicht. Oder bestimmte Ausdrücke, die wir nicht kennen. Wir können auch alle keine Noten lesen, aber am Ende kommt man immer wieder zusammen, weil letztendlich geht es immer um gespielte Töne und Musik und die Melodien. Und bei dem, was wir hier spielen, geht das noch ganz gut zusammen. Natürlich, dass jemand wie Capino so ein Schönberg überhaupt in Angriff nimmt, das ist ja eine extrem andere Welt. Und ich denke, dass das Wesentliche an diesem Konzert ist, dass der Capino mit dem Schönberg natürlich ein Zeichen setzt, ein sehr deutliches Zeichen. Und deshalb ist das erstmal, dass er es tut und dass wir es gemeinsam tun, obwohl wir von so verschiedenen Planeten kommen, erstmal ganz was Großartiges. First slowly. One, two, three, four became faster and faster. So fast that it finally sounded like a stampede of wild horses. And all of a sudden, in the middle of it, they began singing the Shema Yisrael! Kurz vor diesen Aufführungen bin ich, glaube ich, irgendwie nachts aufgewacht. Ich schlaf sowieso in den letzten Wochen sehr, sehr schlecht, weil mich dieser Stoff die ganze Zeit rund um die Uhr beschäftigt. Und da war mir klar, dass wir einen Fehler nicht machen dürfen, dass wir hier in so eine Betroffenheit ausarten. Das musste unbedingt verhindert werden. Und es kann auch nicht darum gehen, irgendwelche Opfer zu zeigen. Es muss der Weg ganz anders laufen, nämlich wir wollen die Schönheit der Musik zeigen, die Kraft der Musik, wir wollen damit beweisen, dass sie überlebt hat, dass sie nicht vernichtet worden ist. Mehrere Dinge, die wir hier heute bringen, haben ja auch extrem was mit Humor zu tun. Comedian Harmon ist sowieso. Das Beste ist, sie lachen mit, das Beste ist, sie machen, sie wird so. Ich finde das klasse. Also es ist ein bisschen anders, als wir es gewohnt sind, logischerweise, weil das ist ja eine ganz andere Dimension an Leuten alleine schon. Das heißt, du musst ganz anders organisieren, wenn jetzt die Streicher da sein müssen und da gibt es dann Probepläne. Also bei uns gibt es so, wir rufen uns zu, wann Probe ist und da muss man auch nicht so vielen Leuten Bescheid sagen, ne? Das ist überschaubar. Sehr gut.
So einfach ist das im Orchester. Gleich nochmal. Ich habe mir das viel schwieriger vorgestellt. Ich dachte, das würde viel längere Zeit in Anspruch nehmen, bis man das zusammenkriegt. Ich meine, ich wusste auch nicht, dass die alle so gut sind. Ich dachte echt, das würde ein bisschen jugendlicher, sage ich mal, sein. Die sind ja alle noch sehr jugendlich, aber alles noch ein bisschen noch nicht so ausgereift. Das klingt ja total professionell alles. I was a little bit nervous about the timing, if I'm gonna hear everybody and if it's gonna be on the point. But it's so far, the last two shows seem to have worked very well. It was remarkably easy compared to how I imagined it would be. So that was great. Und dieses Lied heißt Willkommen in Deutschland. Das ist nie ein großer Hit geworden, aber es hat fürs Motto des heutigen Abends gereicht und das würden wir Ihnen gerne vorstellen. Dies ist das Land, in dem man nicht versteht, dass fremd kein Wort für feindlich ist, in dem Besucher nur geduldet sind, wenn sie versprechen, dass sie bald wieder gehen. Oh, oh, oh. Es ist auch mein Zuhause, selbst wenn's ein Zufall ist. Irgendwann fällt es auch auf mich zurück, wenn ein Mensch aus seinem anderen Land ohne Angst hier nicht mehr leben kann. Weil täglich immer mehr passiert, weil der Hass auf Fremde eskaliert und keiner weiß, wie und wann man diesen Schwachsinn stoppen wird. Es ist doch mein Land. Wir waren früher tatsächlich engstirniger, was das anging. Wir hatten Scheuklappen, was den Musikstil angeht, und wir waren irgendwie Punkrock, und links und rechts gab es keine Möglichkeit, mal in Richtung akustisch oder in Richtung Pop oder in Richtung Jazz oder was auch immer mal Einflüsse wirksam geltend zu machen. Also das hat sich total geändert. Und ich glaube, dass gerade so ein Orchester irgendwie mit seinen Möglichkeiten so tolle Sounds und so tolle Lieder spielen kann, wie wir es gerne tun würden und aber nicht können. Und deswegen finde ich das gerade super. Letztendlich muss man auch mal Folgendes feststellen, ob Klassik oder Rockmusik. Natürlich sind wir Autodidakten und kommen sozusagen aus einer anderen Etage, aber wir leben alle in einem Haus. Sie kommen zu Tausenden, doch die allermeisten werden das gelobte Land niemals erreichen. Denn die Patrouillen werden sie aufgreifen, um sie in unserem Auftrag zu deportieren. Und der Rest, der wird es auffüllen im Massengrab vom Mittelmeer. Thank you.